Herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA 18 Demo Let's Play auf meinem Kanal. Und ja, heute ist es wieder soweit. Es kommt mal wieder ein Video auf meinen Kanal. Und heute spielen wir mal ein ganz besonderes Spiel. Und zwar will ich heute mit euch spielen Bayern München gegen Real Madrid. Das Hinspiel. Das Rückspiel kommt in ein paar Tagen online auch. Dort werde ich mit Real Madrid spielen und mal schauen, wie wir dort so spielen werden. Und die Trikots passen auf jeden Fall. Wir sehen hier Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo. Beide sehr, sehr tolle Stürmer. Und dann gehen wir hier noch ganz kurz ins Teammanagement. Und zwar will ich nicht Ribéry von Anfang an ranlassen, sondern hier Coman. Und ich bin mal ein bisschen mutig und nehme hier Vidal raus und pack Rudi rein. Und sonst passt das eigentlich hier. James Rodriguez noch hinter Lewandowski als Zehner und dann könnten wir eigentlich schon ins Spiel gehen. Wir spielen auf Profi 4 Minuten. Kann man ja eigentlich nicht ändern, die 4 Minuten. Heiter. Spielen wir doch lieber woanders und zwar hier im StubHub Center. Ist das Stadion von LA Galaxy, glaube ich. Sollte es sein und dann gehen wir rein in die Partie. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon im StubHub Center bei der Partie Bayern München gegen Real Madrid. Ja, im Hinspiel. Und hier sehen wir auch Manuel Neuer mit den Kollegen einlaufen. Genauso wie Real Madrid. Bei denen führt, glaube ich, ja, Sergio Ramos die Männer hinter ihm auf dem Platz. Und hier dann die Aufstellung der Münchner. Neuer in Tor, Kimmich, Boateng und Hummels. Links dann noch Alaba bilden die Abwehrseite bzw. Abwehrreihe. Und dann könnt ihr euch den Rest noch ganz alleine anschauen. Coman und Rudi sind neu in der Formation des FC Bayern München und hier die Aufstellung von Real Madrid. Cristiano Ronaldo, der Starspieler. Der Madrilen spielt natürlich von Anfang an in einem 4-3-3. Die vierte sollte das sein. Oder die dritte, auf jeden Fall die defensive Variante mit dem ZDM. Oder war das die mit den zwei ZDMs? Kann auch sein. Auf jeden Fall besprechen sich hier nochmal die Mannschaften. Die Schiris gehen jetzt auch zum Mittelkreis. Hier sehen wir auch noch Bale, Benzema und Co. Keylor Navas macht nochmal hier die Bude bei den Madrilenen heiß. Und dann geht's hier schon los. Falls ihr es noch nicht wisst, wenn ihr jetzt L2 drückt bei einem Anstoß, könnt ihr trotzdem noch mit zwei Leuten ausführen. Aber das interessiert uns jetzt hier nicht. Wir spielen jetzt die Partie Bayern München gegen Real Madrid. Und jetzt gleich mal hier der erste Angriff abgefangen, aber von Cristiano Ronaldo. Jetzt James Rodriguez gegen seinen Ex-Verein. Prüft Navas nach knappen 5 Minuten. Der erste Schuss der Partie. Und hier sehen wir nochmal die Szene. Modric. Ja, knapp übers Tor von Manuel Neuer. Ich habe leider die richtige Situation nicht kommentiert. Konnte jetzt nur das der Wiederholung kommentieren. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Toni Kroos mit einem Pass auf Casemiro. Wird aber von Rudi abgefangen. Jetzt vielleicht schnell spielen hier von Robert Lewandowski. Ja, Coman wird hier umgemäht von Carvajal, glaube ich. Das gibt wahrscheinlich nur einen Freistoß. Keine gelbe Karte oder eine rote.
nur einen Freistoß für die Münchner. Jetzt wird kurz ausgeführt von Sebastian Rudi. Ah, ich wollte eigentlich schießen, aber dann kommt hier die Grätsche vom Verteidiger. Ah, ist aber noch nicht vorbei. Robben hat noch den Ball. Robben muss jetzt nach innen ziehen. Robben, das macht auch gut. Zieht ab. Und Navas wieder eine Glanztat. Ach, James Rodriguez jetzt bringt mal hier eine Flanke. Ist noch nicht weg, doch ist weg. Und jetzt vielleicht Karim Benzema mit Bale auf der rechten Seite. Rudi macht das aber ganz stark, bekommt den Ball aber nicht weit weg. Alaba. Nee, Komor war's. Bekommt ihn auch nicht mehr jetzt. Modric auf Bale. Bale dreht sich super und prüft jetzt hier Manuel Neuer auch mal. Es wurde ja auch Zeit, mal hier ein Zeichen zu setzen. Ja, aber es ist jetzt schon die 40. Minute und bisher eigentlich recht ausgeglichen die Partie. Und jetzt mal Casemiro mit der Chance zum Führungstreffer für die Madrilen. Aber der ging knapp am Tor vorbei. Hier sehen wir auch Zinedine Zidane. Ah, enttäuscht hier in diesem Moment. Gerade aber die Münchner dürfen auf jeden Fall auch nicht nachlassen. So, Thiago auf Lewandowski. Lewandowski will zu Robben spielen, wurde aber nichts draus. Marcelo steht sicher. So, und dann ist Halbzeit und zur Halbzeit steht es 0:0. Nach 45 Minuten, die Bayern-Fans geben mir noch der Bayern-Elf den verdienten Applaus. Also man muss sagen, beide Teams haben bisher eine gute erste Halbzeit gespielt. Nur die Bayern waren einen Ticken besser als die Madrilen. Aber naja, hier sehen wir nochmal die Statistiken. Obwohl, ja, war schon ein bisschen ausgeglichen, also hier war eigentlich keiner besser, muss ich mich korrigieren, außer was man hier bei Schussgenauigkeit und Passgenauigkeit sieht, sind die Bayern schon ein bisschen besser, vor allem bei Schussgenauigkeit, aber dann gehen wir rein in die zweite Hälfte der Partie, Bayern gegen Real Madrid, los geht's! So, der Anstoß ist ausgeführt und jetzt geht's los in die zweite Hälfte. Ja, Kingsley Coman muss abziehen. Er hätte vielleicht noch irgendwie wohin passen können. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es Robben war. Aber irgendwo hätte er ja vielleicht hinpassen können. Aber mit dem Schuss war er nicht so schlecht dabei. Ja, Alaba hat den Ball fair erkämpft. Und jetzt vielleicht mal die Bayern in der Offensive mit Robert Lewandowski. Super ausgespielt hier. Casemiro, glaube ich, war das. Ah, Coman hat ihn nochmal, aber jetzt haben sie ihn verloren, die Bayern. Und jetzt im Gegenzug vielleicht noch Real Madrid mit Bale. Ah, der schießt den eigenen Mann an. Und Thiago. Thiago, super Pass auf James Rodriguez. Kommt aber hier an Raphael Varane nicht vorbei. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights. Und Casemiro mit der großen Chance zur Führung. Schon wieder so eine große Chance. Und Leute, ich wechsle jetzt hier mit der Quick Subs Funktion, die ja neu im FIFA 18 ist. Ribéry für Kingsley Coman ein. Coman, kein schlechtes Spiel von ihm heute. Hat man aber heute auch nicht so oft gesehen. Eher so der Unauffälligere auf der linken Seite. Er hat aber seinen Job gut erfüllt. Und jetzt geht's wieder weiter mit den Highlights. Knappe 70 Minuten sind gespielt. Ach, James, wir bleiben noch dran. James Rodriguez jetzt. James Rodriguez. Da bin ich einen Schritt zu weit nach rechts gelaufen. Und nee,
Quick Subs. Ich wechsle noch nicht James Rodriguez aus. So, 70 Minuten jetzt gespielt. 0-0 immer noch. Das kann sich jetzt aber ändern mit Toni Kroos, der Ex-Bayer. Vor der Station bei Real Madrid, ja, bei den Bayern gewesen. Jetzt Robert Lewandowski, kommt dann Sergio Ramos nicht vorbei. Das Kopfballungeheuer vor allem bei den Bayern. Und Bale mit dem Tor zum 0-1 für Real Madrid. Ich habe hier, muss ich ehrlich sein, ein bisschen geschlafen. Und jetzt wechseln wir hier Thomas Müller für James Rodriguez ein. Da habe ich wirklich geschlafen, vor allem was das hier gerade mit David Alaba war. Der läuft hier an Bale vorbei. Und der kann dann nach innen ziehen und dann steht es 1-0 für Real Madrid. Nach 75 Minuten, nee, nach 79 Minuten steht hier endlich mal 0-1 für Real Madrid. Und jetzt müssen wir hier offensiver agieren. Denn sonst könnte das hier schlecht ausgehen, vor allem im Rückspiel. Und Karim Benzema macht jetzt eigentlich den Sieg sicher mit den 2-0 und jubelt hier mit den Fans von Real Madrid. So, und jetzt steht's 0-2 für Real Madrid. Und jetzt heißt es wieder defensiv stellen, weil ich will ja auf jeden Fall nicht noch ein Tor kriegen. Vielleicht sollten wir aber schon noch ein Tor schießen, mindestens. Ah, jetzt noch. Ah, Lewandowski kann hier nicht vorbei. Ich nehme euch jetzt hier mal noch die letzten 4 Minuten mit, wie das hier so ausschaut. Ja, Lewandowski kommt nicht durch. Also, Madrid steht auf jeden Fall sehr defensiv in letzter Zeit jetzt hier. Aber Thomas Müller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Kurz erst eingewechselt für James Rodriguez, kommt aber an Carvajal nicht vorbei. Jetzt Karim Benzema. Am besten wäre es jetzt für Madrid an die Eckfahne zu laufen, aber der Schiri pfeift ab. 0-2 geht es also am Ende aus für Real Madrid. Die Trainer Zidane und Carlo Ancelotti klatschen sich hier ab. Man kann eigentlich sagen, ja, in der zweiten Halbzeit war Real Madrid ein bisschen besser, aber 0-1 hätte meiner Meinung nach schon gereicht. Also das zweite, es war eigentlich schon ein bisschen von der Abwehr der Bayern schlecht gemacht. Aber Freunde, ich hätte gesagt, das Ganze entscheidet sich erst in der Rückrunde, im Rückspiel, das in den nächsten Tagen, ja, bei euch auch zu sehen ist. Also ich werde es wahrscheinlich gleich jetzt hier nochmal aufnehmen. Auf jeden Fall war es das für euch heute. Für mich noch nicht. Ich mache mich nochmal an die Arbeit. Nehme das Rückspiel gleich nochmal auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.